So, hallo meine Brote, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bernd das Brot und die Unmöglichen. Ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen angeschlagen, deswegen konnte ich nicht aufnehmen, aber es ist hoffentlich nicht zu schlimm gewesen. Eigentlich nicht, und jetzt schauen wir mal, was Ich glaube, die lustig funkelnde Götzenstatue ist ein Schalter für einen bestimmt wahnwitzigen Mechanismus, den ich sicher nicht auslösen werde. Ich bin doch nicht lebensmüde. Oh, was war das denn? Egal, ich schlaf mal eine Runde. Oh, alles in Ordnung da unten? Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernseher, Getränke, Fußmassagegeräte. Was läuft denn im Fernsehen? Der Bahnstreckenkanal. Wie gerne wäre ich mit runtergekegelt worden. Ja, die Bahnstreckenkanäle streiken wahrscheinlich auch alle. Wir haben ein Megafon. Die braucht die Damit Megafon. Kann ich noch lauter sein, als ich schon bin. Yeah. Denn große rote Knopf immer drücken. Das ist mir zu kompliziert. Oh, schön. Funktioniert aber noch nicht. Okay, den müssen wir erst reparieren. Lava. Es könnte sich auch um ein amerikanisches Modell handeln. Vielleicht ein Gigantic Bang Alpha Bravo X-Ray. Hä? Hier. Damit könnte ich das Jack runterlassen. Huhu, Jack! Machen wir doch mal. Oh, die Bedienungsanleitung. Brauchen wir nicht. Dings ist so verrostet, dass ich es nicht drehen kann. Oh, aber jetzt Schmier-Lama-Fett. Ui, jetzt geht's gleich. Yeah. Schaf, wenn du das Jack runterlässt, schmilzt es in der Lava. Dann ist zwar das Spiel zu Ende, aber gut ist das auch nicht. Na gut, dann schauen wir uns halt mal die Bedingungen an. Langweilig. Ja, finde ich auch. Hier ein Ventil. Vielleicht können wir jetzt mal mit Prägel spielen. Ein klassisches Ventilrad der Baureihe Mumpf 97. Findet sich auch an Abwasserrohren. Okay. Oh, Werkzeug. Mumpf da keine Ahnung. Das kann Prägel bestimmt gut gebrauchen. Gut, das kriegt Prägel. Ansonsten gibt's hier anscheinend... Das ist ein Dings, glaube ich. Ein Vulkomat. Haben wir noch was zum Drehen? Nein. Okay, wir werden dann mal wieder. Bolovianer, der sich hängen lässt. Cool. Der schläft. So, was haben wir denn noch? Die Jagdstatue. Kerzen. Oh, ein Alphorn. Eine ziemlich große Flöte. Damit kann, Chili bestimmt was anfangen. Ein Fels. Das ist ein Dings, glaube ich. Ja, ich glaube auch, das ist ein Dings. Nochmal. Los geht's! Chili Power! Das macht Spaß! Und bringt so viel. Halt.
Ja, das macht echt Spaß, Mann. Bin ich gleich eingeschlafen. Ich weiß nicht, was ich... Ich auch nicht. Es ist Dr. Bumble. Ja, das wissen wir schon, Bernd. Vielleicht kann die nochmal am Hof. Puh. Das ist ein Dings, glaub. Okay, also keine Ahnung. Ich dürfte ja kein Licht treten. Wahrscheinlich haben wir hier gar nicht Zeit. Also gehen wir da rein. In die Lama-Spuren. Lama-Lama. Den können wir nicht treten. Ah, mit dem können wir noch reden. Du hängender Pullovianer. Alles super! Ich dachte schon, jetzt ist's aus. Hey, schaut mal, Jungs. Hier stehen Sessel, Fernsehgetränke. Ja, das hatten wir schon. Der Bad. Die Winde. Lama-Statue. Großer roter Knopf. Drück einfach drauf. Das ist mir zu kom. Oh. Sheep Majors! Na, jetzt ich selber angucken. Oh, schön! Einfach mal dagegen hauen. Das kopiere ich nicht. Nehmen wir das Alphorn. Das würde voll gut hier hinpassen. Schaf, ich glaube, du solltest die Schallwellen des Alphorns auf etwas richten, das uns weiterhelfen kann. Schaf, wollen wir weitermachen? Auf irgendwas richten, das uns weiterhelfen kann. Schaf, ich glaube... Schaf? Ja, warte mal. Das hier und das hier. Wow! Wenn ich jetzt Musik mache, wird's richtig, richtig laut! Yeah! Musik, Schaf. Musik! Wenn ich das jetzt darauf richte... Schaf. Oh, dann machen wir halt hier drauf. Schaf. Ja, dann richten wir es halt darauf nicht aus. Wir könnten mal unser Kunst vornehmen. Nee! Oh, nee. Dann benutzt den Alphorn. Und jetzt? Ich glaube, Chili, du musst die Schallwellen deutlicher in eine Richtung lenken. Nochmal. Ich glaube... In eine Richtung lenken. Langweilig. Warte. Grundsophon. Nope. Das. Warum haben wir die Glücksmünze? Schaufel. Tja. Los geht's! Yeah. Das macht. Und bringt. Ist mir doch egal. Kerzen. Ui. Ja, du findest die nur schön. Wir könnten den Lama-Fritzen wieder aufwecken. Nee, den will ich nicht aufwecken. Leider haben wir das hier doof. Winde. Das Ventil will sie nicht drehen. Ist irgendwas, was sie machen will? Nein, nein, nein. Nee, nee. Nee. Nee, nee. Nö, nö. War das hier? Nee, immer noch nicht. Aber jetzt ist mir schwummelig. What? Wenn wir das Magazin da reinstecken. Hä? Ja, und dann gibt's eine Tröte. Ich weiß nicht. Nein. Ich hoffe, könnte sie jemand auf den Kopf hauen. Nee, mit dem reden wir nicht nochmal. Die lassen sich aber echt hängen. Die Pullovianer, ja. Hehehehe
Ja, 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 drück. Das ist mir zu komplex. Oh, schön. Hier vorne ist auch nichts mehr. Marmorsteinen und Stalaktiten brechen die Unmöglichen. Warte, wenn das bricht. Trötkonzert für hängenden Stein. 1, 2, 3. Ja. Nochmal! Juhu, Sachbeschädigung. Yeah, aber jetzt machen wir die Götzenstatue und dann kriegen wir nämlich einen, Los Bobbel. Geht's! Chili Power! Das Mist. Macht Spaß! Und bringt so viel. Haben wir noch was? Kerzen. Noch ein Stalaktit, warte. Und noch ein Trötkonzert für noch einen hängenden Stein. Ja. 3, 4. Tröt. Schaf, du wirst immer besser. Echt? Nein, es ist immer noch Lärm. So, nochmal. Los geht's! Chili Power! Yeah. Super, Chili. Jetzt können wir die Jagdstatue retten. Dann lass mir doch mal runter. Obwohl ich glaube, dass es nicht so einfach ist. Und runter mit dir. Yippie! Prima. Bald ist das Spiel zu Ende. Jetzt müssen wir sie nur noch rausbringen. Wie viel wird sie wiegen? 3, 4 Tonnen? Keine Sorge, das ist ein Auftrag für Dr. Bumblebee Busch. Yeah, wir dürfen Bumblebee spielen. Aber den werden wir erst in der nächsten Folge ausprobieren. Und bis dahin sage ich Tschüss.